Hallo Leute und herzlich willkommen bei den RC Bros zum Saturday Night Talk. Ja, wir sind alle drei am Start. Servus. Hello again. Ja, bei uns ist zum Glück soweit. Ab Montag wird das alles etwas gelockert. Wir haben das Schlimmste. Ich hab auch mal gelaufen! Yeah! Wir haben das Schlimmste, denke ich, hinter uns. Das heißt wieder Videos. Ja. Also ich habe euch ja gesagt, dass wir an diesem Panzerprojekt arbeiten. Da werden wir, denke ich, die nächsten Wochen auf jeden Fall starten können, oder Thorsten? Auf jeden Fall, Schweißgerät ist schon bereit, ja, ich warte drauf. Perfekt, perfekt. Ja, wer ist denn da? Der Thomas. Thomas, schönen guten Abend, wir begrüßen dich. Ja, wie ihr seht, haben wir heute natürlich auch keinen Gast. Heute sind die Gäste unsere Zuschauer, würde ich sagen. Wir gehen auf Fragen ein. Ihr könnt fragen, was ihr wollt. Wir werden euch antworten. Und wenn ihr selber mal Bock habt, bei uns zu Gast zu sein in unserer netten Talkrunde, dann schreibt es uns einfach an. Wir freuen uns über jeden Gast, den wir hier begrüßen dürfen. Wir haben ja in den letzten oder beim allerersten Stream haben wir ja davon gesprochen, dass wir mal erzählen werden, wie wir eigentlich so, wie das alles angefangen hat mit uns dreien. Ja, also das ist eigentlich eine relativ, ja, eine coole Geschichte. Also generell angefangen hat es bei mir, ich glaube, ich war ein 12 Jahre alter Stumpen, da habe ich mein erstes Modellauto gekriegt, RC-Fahrzeug, das war damals von Tamiya, der hieß Dirt Crusher, vorher hieß er Manta Ray und jetzt heißt er wieder Manta Ray. Also einfach nur ein anderer Name. Aber wie gesagt, das war mein erstes Modellauto, das war damals zu Weihnachten. Ich habe das Modellauto damals zusammengebaut, natürlich mit Hilfe von meinem Dad. Und naja, es war Winter und es war draußen nass. Das Auto war 5 Minuten zusammengebaut und ich habe das Auto genommen und bin natürlich rausgegangen. Es hat so, das war damals, hat so Schneeregen geben und ich fahre und fahre und fahre und auf einmal raucht das ganze Auto und bleibt plötzlich stehen. Das Auto hat übelst gequalmt. Ich natürlich war am Ende am Boden zerstört. Ja, ich habe vorher nicht gefragt, ob der Regler wasserdicht ist oder nicht. Und es war nicht. Somit hat es die Kühlrippen in den Regler geschmolzen. Das war so heftig. Das war der erste Erlebnis. Hat der Holzfahrer auch noch nicht geändert bei dir, oder? Boah. Alle hat er gebraucht, oder? Ja, schon immer der Zerstörer gewesen. Ja, genau. Und so habe ich halt weitergemacht. Und irgendwann dann, weil eben die Fahrzeuge, die ich mir alle gekauft habe und zusammengebaut habe, eben wie der VW echt gesagt hat, das war wirklich so, einfach meinem Fahrstil nicht angemessen in guter Qualität gebaut waren. Ja, und dann war es so, ich habe gesucht und gesucht, weil ich gesagt habe, ich brauche einfach ein Auto, das ich so richtig quälen kann und richtig auf die Fresse geben kann, ohne dass ich schon nach einer Stunde wieder weinen muss. Irgendwann habe ich dann YouTube ein Video gesehen von einem X-Max. Und ich fand das Auto geil und so. Und dann habe ich weitergeschaut in YouTube und dann bin ich auf den Kevin Talbot gekommen. Okay. Wie ich die Videos gesehen habe von dem, haben wir gedacht, boah, ist der krank. Aber das Auto ist noch viel kranker, ne? Das Auto hält das alles aus, ja? Bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und dann habe ich so im Internet geschaut, was das für ein Auto war. X-Max, okay, noch nie davon gehört. Gesehen. Naja, und dann habe ich mir das Auto bestellt. Ich konnte schon kaum mehr erwarten, aber dann kam er endlich und dann bin ich gefahren. Und naja, allein vergeht dann irgendwann die Lust. Und dann haben wir gedacht, das gibt's nicht, es muss nur irgendwelche andere Leute da geben, die X-Max fahren. Und ich habe geschaut, alle nur 1 zu 10er oder so. Also so X-Max-mäßig habe ich eigentlich keinen gefunden.
Und dann über Facebook hat mich der Fabi irgendwann angeschrieben, weil ich nämlich ins Facebook, glaube ich, reingeschrieben habe, dass ich Leute suche, die, also zum Fahren. Ja. Und dann hat sich der Fabi gemeldet. Dann habe ich gesagt, okay, wir treffen uns da und da. Das war in unserer alten Grube. Und dann haben wir uns getroffen das erste Mal, haben uns gleich super verstanden von Anfang an. Und ich bin damals noch, weil der X-Mix ja noch neu war, ja, bin ich noch echt zögerlich damit gefahren. Und habe natürlich damals schon Kamera dabei gehabt, weil ich gesagt habe, wir machen das so zum Spaß, filmen einfach ein bisschen. Und dann habe ich gesehen, wie der Fabi mit seinem X-Mix fährt. Und dann ist mir irgendwo, auf der einen Seite dachte ich mir, Alter, wie fährt der mit der Karre? Das ist ja richtig übel. Naja, aber auf der anderen Seite ist mir richtig warm ums Herz geworden, weil ich endlich gesehen habe, dass dieses Auto wirklich genau das aushält, was es verspricht und was ich auch beim Talbot in den ganzen Videos gesehen habe. Seit dem Tag habe ich Vollgas gegeben. Ja, und das die ganze Zeit. Und das ich übernehme keine Haftung. Ja, und das mit dem RC Bros, wir haben einfach weitergemacht, wir haben uns die Schrift zugelegt, wir haben uns dann ein Logo gemacht. Der Fabi hat dann gesagt, okay, machen wir es ordentlich, ziehen wir es gut auf, vielleicht wird es ja was. Und ratzfatz waren wir schon bei 100 Abonnenten, ne? Was man eigentlich, ja. Da haben wir eigentlich so gar nicht damit gerechnet, dass das gleich so heftig wird. Und wir haben alles am Anfang mit Handy gefilmt und mit Handy auch die Videos bearbeitet. Und dann hat der Fabi gesagt, weißt du was, scheiß drauf, wir fangen jetzt an, ordentliches Equipment zu kaufen. Fabi hat sich übelst mit Kameras auseinandergesetzt. Wir waren dann auch im Dezember 2018, hat der Fabi damals den Jonas angeschrieben über YouTube. Hat den Jonas angeschrieben, den Dr. X-Max. Und der hat sich dann bei uns gemeldet. Hat uns praktisch gesagt, was er macht und hat uns ein paar Videos geschickt und wir fanden das geil. Und irgendwann fragt er uns, ob wir Bock hätten, sein Auto zu testen, den 6x6. Wir waren natürlich übelst begeistert. Der Jonas hat damals uns das Paket geschickt. Und dann haben wir den, wie gesagt, haben wir den getestet. Das Testvideo ist auch alles mit dem Handy entstanden. Bis auf die Onboard-Aufnahmen, da hat der Fabi seine GoPro drauf geschnallt, diesen Würfel, diesen kleinen viereckigen. Genau. Session 5. So ist es. Und die hat wirklich viel mitgemacht. Wir haben die Kamera gequält. Ich glaube, die hat einen Steinschlag gehabt, alles. Ne? Also die war. Ja, Steinschlag hat Glasscheiben vorne. Aber das ist ja geil an der GoPro. Du hast da die ganzen Schrauben außen rum und du kannst die ganze Glasplatte tauschen, wenn da mal ein Steinschlag reinkommt. Ja. Und auf jeden Fall waren wir dann im Januar 2019 waren wir dann zu Gast beim Dr. X-Max. Der hat uns eingeladen zu sich nach Hause. Da gibt es natürlich auch ein Video. Und dann hat der Dr. X-Max, absolut legendär, dann hat der Dr. X-Max gesagt, ob wir die DJI Osmo Pocket kennen. Haben wir gesagt, nee, kennen wir nicht. Und dann fing er an, uns von diesem Gimbal zu erzählen. Und Fabi hat diese Gimbal so geflasht, ja. Der hat mich bei der ganzen Heimfahrt, hat er nur über die Kamera geredet, ja. Dass ich einmal schaut und so. Und dann hat er sich die, also ich glaube, da sind 2-3 Wochen vergangen und dann hat er das Ding da gehabt, ne. Da hat er gleich mal für zig Hunderte von Euros Kamera-Equipment und alles Mögliche bestellt. Ja, das ist die Osmo Pocket. Und ab da, glaube ich, ging es dann richtig los eigentlich. Ne? Ab dem Zeitpunkt haben wir regelmäßige Videos gebracht und haben versucht, das alles zu vergrößern. Ja, und irgendwann dann war es so weit, dass, glaube ich, der Simon in Fabi angeschrieben hat. Glaube ich. Und dann hat Simon gesagt, er bringt noch jemanden mit, einen Kumpel. Und dann haben wir gesagt, ja okay, kein Problem, wir freuen uns, je mehr, desto besser. Ja, dann war der Thorsten da. So, der Thorsten, ich kann mich noch erinnern, als er ankam, ich glaube, er hat so einen Bollerwagen dabei gehabt und auf jeden Fall war da dieses Eisenteil drin, ja, das war aus
aus Eisen. Das, ich habe sowas noch nie gesehen. Von der Optik her sah das so geil aus, ja. Alles Metall, komplett, da war kein Kunststoff dran, nichts, ne? Wir waren nur Batschen Metall mit Motor, ein Regler, ein Servo und vier Räder, fertig. Ja, das war so ultra. Und auf jeden Fall, der Thorsten hämmert in der Sandgrube los wie ein Bekloppter, ne? Hämmert los. Und irgendwann dann, glaube ich, nach zwei Akkus oder was er durch hatte. Nicht einmal. Oder nicht einmal. Am ersten, glaube ich, war das schon. Ich glaube, noch 2 Minuten oder so. Ja. Das lief aber. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, wenn der Losi aufschlägt, knallt das schon, ja. Aber also der kleine 1:10er, der, glaube ich, gefühlt 15 Kilo wog, aufgeschlagen hat nach einem riesen Monstersprung, das war abnormal, da war ja gerade Krater drin wie von so einer 250-Kilo-Bombe. Ne? Das war richtig heftig. Und der sah am Schluss, schade, dass wir da keine Fotos gemacht haben, der war am Schluss wirklich, der sah aus wie eine Banane. Der war wirklich, der war richtig krumm, aber komplett alles. Den hat so richtig, also, das war richtig übel. Ne? Von dem Fahrzeug habe ich eigentlich immer gedacht, dass das unzerstörbar ist. Also wenn ich bei uns in der Sandgrube damit gefahren bin, ja, da ist das Ding, also da ist alles kaputt gewesen, aber der ist immer gefahren. Und da bin ich eine halbe Stunde dann bei den AC-Bros rumgeeiert und beim Sprung hat das Ding so zerlegt, da war alles krumm. Jede Antriebswelle, die Bodenplatte, alles wie ein V, ja. Also aufgrund von dem Gewicht halt, ne? Aber das hätte ich nicht gedacht. Da habe ich das Ding nur genommen, habe es angeschaut und mir gedacht, wie kann sowas passieren? Und dann war ich schon wieder fertig. Da war ich schon wieder fertig für den Tag, ja. Ja, und dann hat halt, haben wir uns öfter mit dem Thorsten getroffen, ja. Sind sie ins Gespräch gekommen und wir fanden den Thorsten ganz sympathisch und dann haben wir gefragt, ob er mitmachen will. Und dann hat er gesagt, ja klar, spricht normalerweise nichts dagegen. Ja, und seitdem sind wir eigentlich ja immer zu dritt eigentlich unterwegs, wenn alles passt, ne, wenn es von der Zeit her, weil wie gesagt, wir haben alle Familie und leider haut es nicht immer hin. Manchmal ist der Fabi mit dem Thorsten alleine, ich war auch schon mit dem Thorsten alleine, manchmal ist der Fabi und ich alleine. Wie es halt passt. Ganz, ne? Alleine. So wie es passt, ja genau. Richtig, so wie es passt. Ja, und so haben wir jetzt weitergemacht und der Thorsten hat auch seinen eigenen Kanal noch zusätzlich gemacht, Treibsand. Link übrigens in der Videobeschreibung. Und ja, macht halt da so sein Drohnenzeug und so und auch allgemein über Modellbau und Drucken. Alles mögliche. Der macht einfach alles, ja. Also Reizwäsche, Erotik-Spielzeug. Ich hab schon letztes Mal in meinem Livestream gesagt, ich mach jeden Scheiß. Sag das nicht so, weil du weißt nicht, wer alles zuschaut. Irgendwann ist so ein Perverser da, der sagt dann, hey, du hast gesagt, ich mach jeden Scheiß. Was Technik angeht. Boah, ja. Da piept's. Das ist mein Ladegerät. Ist halt live hier, ne? Bei mir. Ja, beim Fabi piept's. Ja. Er fällt nur die Kopfhörer. Einmal, zweimal und ausschalten. Zack. Fabi, hast du die Alexa aus? Die schon seit Tagen ausgesteckt. Scheiße, meine ist nämlich an, ich hab's. Ja, ich hab 2 Akkus wieder mal geladen. Schon für die Stubenflieger. Den kleinen Beta FPV Brush 65er. So. Durch mich hat der Fabi so ein bisschen wieder die Drohnen entdeckt, ja. Weil du hast ja schon mal so ein Riesenteil gebaut. Das habe ich bei dir gesehen. Das ist ja so ein mega großes, fettes Ding, ja. Und da bist du früher auch schon ein bisschen rumgeflogen, aber hast jetzt dann mehr mit Autos gemacht, ne? Derzeit. Ja, Problem ist ja, ich habe ja eigentlich einen Zwischenstand sogar einen kompletten Hobbystopp gehabt, nachdem ich den Grund gebaut habe. Weil es blöd war, ich habe bei den Großen aber ca. 1000 Euro eingesteckt. Also damit muss man rechnen für eine Drohne in der Spannweite von 1 Meter. Und 17 Zoll Treibladung. riesig. Und Aufluggewicht 5 Kilo, über 5 Kilo, mit 2 Akkus natürlich. Mhm. Ich kann mich ganz genau erinnern. Ich habe meinen Airflug gehabt
eine Woche später kamen schon die Drohnen mit Medientarifen, dann kam dieser Führerschein und. Mhm. Und ich habe einfach die Schnauze voll gehabt und habe einfach gesagt, die hängen an die Wand und fertig, weil ich habe auch schon Leute gehabt, die mich angemeckert haben, wie Kameradrohne und so weiter. Obwohl, ich war eigentlich nur so ein kleines, ohne Kamera damals. Und da hat schon gleich jeder gemeckert, weil ich einfach die Medien schon zerrissen worden ist. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Und ja, Ende vom Hobby damals. Das kennen ja viele Leute, ne? wo damals das losgegangen ist mit diesen neuen Gesetzen hinsichtlich dieser ganzen Drohnenverordnung und so. Da haben ja so viele Leute gesagt, nee, ich hänge das an den Nagel. Ja. Ich habe eine Zeit lang nichts mehr gemacht und bin jetzt erst seit letztes Jahr im Oktober wieder eingestiegen, weil ich mir gedacht habe, ich mache trotzdem weiter. Ja, und ich habe ein paar coole Leute kennengelernt aus dem, sag ich mal, aus der Community. Und wenn man halt unterwegs ist, alleine ist immer blöd, aber wenn man jetzt zu mehreren unterwegs ist und man ist immer so eine kleine Gruppe, da ist man schon auch ein bisschen sicherer. Ja. Und ich finde das auch ganz cool. Ja. Ich habe am Anfang bei den RC Bros, ich seid halt immer viel mit euren Autos gefahren, ne? Und ich bin dann immer mit meinem Flame Wheel 450er da mitgeflogen und habe dann immer ein paar so Luftaufnahmen gemacht. Das war schon ganz lustig. Aber ich muss dazu sagen, mir hat es damals also auch. Ich habe damals auch mit Autos angefangen, ja. Also ich habe, aber wie ich klein war, mal ein Auto geschenkt gekriegt, klar, wie jeder, und habe das dann irgendwann im Garten zerlegt. Und dann habe ich lange nichts mehr gemacht und bin auch gar nicht auf die Idee gekommen, hatte da tausend andere Sachen im Kopf. Und irgendwann 2012, glaube ich, war das, kam dann irgendein Kumpel zu mir und hat so einen Benziner, so einen großen Carbon-Fighter von Really, ja. Hat den aus dem Kofferraum raus, hat den angeschmissen, ist mit dem da in der Sandgrube rumgebrettet und dann habe ich mir gedacht, boah, sowas muss ich haben, Wahnsinn, das Ding geht ja wie Hölle. Und dann hat es nicht lange gedauert und 2-3 Wochen habe ich dann das erste Auto gehabt. Ne? Dann war das mein erstes gekauftes ferngesteuertes Auto, war dann gleich so ein großer Benziner, 1:5. Ja, ich bin groß eingestiegen. Ja, ich habe gesehen, der läuft super, ne? Dann habe ich gedacht, okay, das kaufst du ja, und die waren damals nicht teuer, gebraucht gibt es die auch noch billig und dann... Ja. Dann ging das so weiter, ne? Da war das erste Auto, das zweite Auto, dann kam ich ein bisschen so zum Fliegen, habe mir gedacht, das probiere ich auch mal aus, hat aber dann eigentlich ein ganzes Jahr noch nicht geklappt, das Ding ist nicht geflogen, es ist mir abgestürzt als geflogen, aber ich habe nicht aufgegeben und ja, und jetzt so seit, ich glaube, 5 Jahren oder so, 5-6 Jahren bin ich voll aktiv mit Flächenmodellen dabei und jetzt, wie gesagt, in letzter Zeit viel mit Copter und mit Racing und Freestyle-Copter. Und so hat das bei mir alles angefangen. Also ich bin da eigentlich noch gar nicht so lange jetzt wieder dabei. Ja, ja, bei mir hat auch irgendwie anders angefangen. Ich habe angefangen mit dem Fliegen damals. Das müsste 2000 und, boah, weiß ich, glaube 2013 oder so, 2012 gewesen sein. Einfach mit so DJI Phantom war das, die 2er, glaube ich, war ich damals. Ja, die 2er. Mit der habe ich einfach angefangen, weil ich an Luftaufnahmen fasziniert war. Und dann habe ich halt irgendwann die ersten Leute kennengelernt, damals im Copterforum. Ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, aber... Stimmt. Stimmt, ja. Da habe ich auch schon mal die ersten Leute kennengelernt, mit denen bin ich dann geflogen. In Ringsburg war eigentlich damals eher weniger los. Da gab es einen alten Herrn, ich weiß nicht mehr, ob der noch gibt oder ob der noch fliegt. Habe leider keinen Kontakt mehr. Ja, und dann habe ich halt eine andere Clique gefunden, die waren halt immer im Copterforum-Chat drin. Und da haben wir immer mal gesagt, ich war 2013, 14 rum, haben wir gesagt, hey, wie wär's, wir fahren mal auf die Intermodellbau nach Dortmund. Okay, jetzt haben wir zu viert nach Dortmund gefahren, Intermodellbau. Ja, okay, der eine kommt aus Frankfurt, der andere kommt aus Dortmund und. Haben wir halt bei dem einen Typen in Dortmund, haben wir gegrillt im Garten, war ganz nett. Haben wir halt ausgetauscht, in der Modellbauausstellung drin, haben wir halt auch geschaut, was da alles gibt. Ich muss sagen, das war eines der letzten großen Tage, wo man halt immer hört, wo es noch sehr viele Leute da waren. Und dann halt immer abgeblacht, weil Gründe sind vielfältig. Auf jeden Fall bin ich da vor dem Stand vom Berlinski Modellbau gestanden. Und habe nur gesehen, die ganzen 1-10er Fahrzeuge. Von Tamiya bis zum Traxxas war alles vertreten. Und da habe ich gedacht, ja, so ein Auto wäre auch mal was Geiles, ne? Mhm. Der Kumpel von mir hingegangen, hat den Traktor Slash gekauft. Den Heckantrieb, genau, 2WD. Ich habe mir auch so schwer getan, da habe ich gesagt, ja, ich will ein Fahrzeug haben, gib mir mal einen Messepreis.
Mal hin und her geredet. Und dann haben wir uns ja mal geeinigt, dass ich der Traxxas / 4x4 Ultimate. Mein erstes Modellauto. Natürlich gleich gekauft auf der Messe, Messepreis. Am anderen Stand von Gens echt Jakobskleid dafür besorgt. Gleich mit 30 Lipo angefangen. Ja, da war es zu Hause. Auspack und losgefahren. Und seitdem hat mich eigentlich gar nicht mehr losgelassen. Also ich bin halt immer wieder von Zeit zu Zeit mit dem mal gefahren. Ja, dann ist da. Wann ist das dann gewesen? 2017 meine ich. Ja, 17. Hat der Sorglos Modellbau den X-Mac 8S in grün in Angebot gehabt mit zwei Akkus, die man natürlich braucht. Und dann denke ich mir, Scheiße. Er ist schon cool, aber teuer ist der, ne? Teuer ist der. Für mich war der einfach damals ein Auto, ich kannte das Auto nicht. Ich habe das einfach nur gesehen im Angebot. Und ja. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, weißt du was? Weihnachten ist um den Eck, dein Weihnachtsgeschenk. Zack, zack, bestellt, da ist angekommen. Da war dieses Monstrum vom Paket vor der Tür. Meine Eltern schauen mich an, hast du schon wieder bestellt. Ich habe nicht gewusst, dass ich so groß ist. Ja, dann war es ein X-Mac da. Auspackt, auf die Wiese gefahren, hat Spaß gemacht, dann mal in die Sandgruben rein. Ein Jahr lang habe ich den gefahren und dann ist der immer weniger geworden, weil es einfach langweilig war. Und dann Facebook, die Geschichte von Chris kennen wir ja schon, ab da ist dann gemeinsam losgegangen. Und dann ging es auf, dann wurde gefahren und gebrettet, ja, genau. Und alles zerlegt. Genau. Und dann ist halt immer mehr geworden. Ich kam ein 10er dazu, ich kam ein 1,8er dazu, es kam der Revo dazu, ich kam der Revo wieder weg. Es hat sich einfach so schnell in den letzten Jahren alles verändert. Ja. Und dann kam auch noch der Roman dazu und dann der Bernhard. Und bis ich geschaut habe, habe ich jetzt nicht nur Copter gehabt, nicht nur Autos, nein, ich habe jetzt auch ein Crawler ist ein Auto, ich habe auch noch einen Panzer besorgt. Da muss ich wirklich sagen, Chris, Roman, Bernhard, danke. Ihr habt mich vorab einen Panzer fixiert. Ich musste einen haben. Das ja, ist auch geil. Ist auch geil, ja, kann ich auch nur sagen. Vor allem den Edelbracht, da hinten ist. Und die Schuhe sind am Start. Hey Bros. Ah, what's grüß. Up? Ja, der Fabi sammelt mittlerweile so ziemlich alles. Aber ganz ehrlich, ich kenne niemanden. Ja? Ich kenne niemanden, der sich nur ein Auto kauft und beim Auto bleibt. Also ich kenne mittlerweile, habe ich so viele Leute kennengelernt, die haben alle jetzt das und das und das und das zweite und das dritte Auto und kaufen sich irgendwelche Kopter und was weiß ich, also oder Flugzeuge, ja. Es ist einfach, wenn du mal anfängst, ja, dann lässt dich das nicht mehr los. Das ist wie eine Sucht. Ja. Und vor allem finde ich, ja, wenn man in der Gruppe ist, dann macht es richtig Spaß. Egal was du hast, ob das ein Boot ist, ob das ein Flugzeug ist oder ein Auto ist, wenn du mehr Leute bist, umso mehr, umso besser. Alleine fahren macht keinen Spaß. Drum, wenn da draußen irgendjemand jetzt vor unserem Livestream sitzt und denkt sich, Mann, hey, ich bin alleine, verzage nicht, schreib eine E-Mail oder schreib uns in YouTube an, komm vorbei, fahren wir zusammen. Ja, ist jeder gerne jederzeit eingeladen, um mal mit uns zu fahren. Genau. Grüße. Ja, wo war man jetzt? Ich habe mein Kopfhörerkabel verloren. Hello, True Boys. Ah, die True Boys sind auch wieder da. Ja, yeah, Mann. Sehr cool. Ob ihr doing well? Hallo, auch da. Hallo, Sarah. Ja, ich sag Panzer. Ich habe halt dann umgeschaut und da habe ich gesagt, der muss das werden. Ein Jagdtiger, das ist mein Lieblingspanzer. Und natürlich sagt der Roman dann zu mir, du, wenn du den Panzer holst, dann hol doch den von da und da, also Malzburg Modellbau. Übrigens, Sabine von Malzburg Modellbau, super top, super freundlich, hat mich bei dem Panzer beraten. Und natürlich ist dann der Jagdtiger geworden, in der Profi-Edition, also mit Metallwanne und so weiter. Alles top, tipptopp, richtig schwer. Und mit Sonderlackierung. Okay, Fabi, kannst du das nochmal in Englisch sagen? Für die True Boys, kannst du das nochmal in Englisch bitte sagen? Oh, die True Boys? Ja, das ist aus Florida. Ja, we were talking about my RC Tank, which is the Toro Jag Tiger. It was Roman who told me about Malzburg Modellbau, which is a
Motorstore in Northern Germany who are specialized in tanks and whatever. And they made me one with custom painting, which is really awesome. Yeah. So, yeah, German quality. Yeah. Ja. Ist es ein deutscher Panzer? Ich kenne mich mit Panzer nur ja aus, keine Ahnung. Ja, also Tiger ist das, ja. Okay. Ja, Jagdtiger. Ja. Dann mögt ihr mir verzeihen, ja. Deutscher Großstahl. Panzer ist, glaube ich, das Einzige, was ich noch nicht habe, ja. Ein paar Kampfflugzeuge habe ich, aber keine Panzer. Aber Thorsten, wenn man einen hat, wirklich, dann ist es, dann sieht man, das ist ganz anders. Denn das ist auch so, du musst immer wieder irgendwas basteln, du kannst hier verbessern, du kannst da verbessern. Ne? Das ist also schon richtig geil. Also Panzer macht süchtig, wirklich. Ja, Panzer ist halt wie ein Crawler, ne? Das ist halt Scale und da kannst du dich austoben, was sowas angeht. Ja, ja. Und vor allem gibt es da dieses Infrarotgefechtssystem. Da haben wir ja letztens im Chat, letzte Woche wurde da ein bisschen geschrieben und so, ne? Zwecks so ungefähr, da kommt keine Action auf oder so, ne? Also ich finde das schon geil, ne? Wenn du dich da gegenseitig abschießen kannst und so, ne? Wenn du den Panzer halt selber steuerst. So ein Infrarot-Gefechtssystem. Ja, genau. Infrarot-Gefechtssystem, das habe ich auch gleich hier mal so Demonstrationszwecken da. Und zwar immer wieder bei meinem Panzer. Das ist ja ein Jagdtiger von Toro mit IR-Gefechtssystem quasi. Das heißt, ich habe oben hier eine Luke, die kann ich auch machen. Und dann kommt halt dieser komische blaue Pilz rein. Die stecke ich jetzt hier rein. Ah, okay. Und, genau. Und der Pilz hat quasi einen Überall-Sensor, 4 Stück, die ringsum schauen. Und wenn da quasi der Panzer, der generische Panzer, auf meinen schießt, der Ring erfasst quasi den IR-Strahl und sagt der Elektronik da drin, Achtung, du wurdest getroffen, du bist jetzt für 3 Sekunden, kann man alles einstellen, außer Gefecht. Okay. Und da vorne, ich kann man bei dem Panzer ja nicht gut erkennen, weil das überlackiert ist, da ist eine IR-LED drin. Und die schießt halt nur nach vorne. Weil da wieder auch wieder die Frage da war, ja, wie ist denn das? Da schaut ein Panzer in deine generelle Richtung, drückt ab und dann bist du schon draußen. Nein, da muss man schon relativ genau zielen, dass man da einen Treffer bekommt. Aber du brauchst eine Schnittstelle, um dieses Infrarotteil einzustecken. Ne? Das kannst du jetzt nicht irgendwo reinbasteln. Wenn du zum Beispiel Tamir-Panzer hast, Toro-Panzer, Taigen-Panzer, Hengelong-Panzer, IR-Gefechtssysteme sind quasi standardisiert. Auch die ganzen Tuning-Platinen, zum Beispiel L-Mod, Clark, wie die ganzen Teile heißen, das IR-Gefechtssystem ist quasi so wie ziemlich Standard. Also, ich habe jetzt nicht gehört, dass der überhaupt nicht kompatibel sein sollte. Okay. Tolle Sache. Ja. Tolle Sache. Und deswegen hört man zum Beispiel, du erinnerst dich auch, wenn ich meinen Panzer einschalte, da sagt der Battle Mode, Heavy Tank. Ich sagte am Anfang immer, das ist quasi die Einstellung. Bei meinem Jagdtiger ist ein schwerer Panzer, deswegen hat er diesen Modus schweren Panzer drin. Das heißt, der braucht zum Beispiel 3 Treffer und dann ist er raus. Okay. Zum Beispiel ein leichter Panzer, der braucht zum Beispiel 1 Treffer und dann ist er raus. Das ist halt je nachdem, was du für ein Modell hast, kannst du das alles einstellen. Aber das kann man einstellen, okay? Ja, genau, kann man einstellen. Okay. Und wie geht's mit deinem Boot weiter? Bist du mit deinem Boot schon weiter? Die Frage ist, welches Boot? Das Druckerboot. Das Druckerboot, ja. Das Druckerboot? Ja, ich bin eigentlich fertig, da braucht man eine Testfahrt und die Haube und dann ist der eigentlich schon zu weit. Okay. Naja, da bin ich gespannt. Ja. Hoffentlich können wir jetzt dann bald uns mal wieder treffen, dann werden wir das natürlich mal testen. Ja. Ja. Also, das Wetter ist momentan schön, ich nehme schon mal einen Neoprenanzug mit, wenn wir reinspringen müssen. Könnt gleich kaufen gehen. Der Thomas Bartowiak schreibt, welche RC-Cars wollt ihr euch in Zukunft holen, beziehungsweise welche reizen euch? Ich träume ja von einem Mojave mit einer Mach 6 Kombi. Also, wenn alles gut läuft, das ist jetzt Insiderwissen, das weiß auch der Fabi noch nicht, das weiß nur ich und zwar erst seit heute. Wenn alles gut läuft, haben wir jetzt die nächsten Wochen ein UDR da.
für eine Testfahrt zum Testen. Mhm. Und da wir bei uns in der Nähe eine neue BMX-Strecke haben, ist das, denke ich, das ideale Terrain. Also ich habe mir jetzt persönlich noch keine Vorstellung gemacht, was ich mir jetzt als nächstes holen werde. Wir werden jetzt, wie gesagt, erst einmal unser Panzerprojekt anfangen und zu Ende bringen. Genau. Dann wird das nächste Fahrzeug praktisch der Panzer. Ist übrigens ein Leopard 2, 1:8. Ja. Also das ist schon ein ordentliches Teil. 2x250 Watt Motoren. Ein Riesenteil, ja. Sehr schwer. 60, 40 Kilo Schwergewicht, glaube ich. 50, ohne Batterien. Ja, genau. Dann kommen noch zwei Motorradbatterien rein zum Fahren. Und dann, Fabi macht die ganze Elektrik da, das ist nicht meine Welt, ne? Ich mach's kaputt, Fabi macht's so ganz. Und Thorsten stellt die Teile her. Ich werde die Elektrik so einstellen, dass ich weiß die Nachsteuerung funktioniert. Panzer, boah! Nö! Naja, gut. Panzer ist nicht so leicht kaputt. Der Krieg kann sagen, was der will, der Panzer reagiert nicht. Ja. Nicht kaputt geht. Der Panzer ist ja relativ robust, der ist nicht so leicht kaputt zu kriegen, ja. Ja, das stimmt allerdings. Das also stimmt. Da hat er gute Chancen zu überleben. Ja, ja, ich mache mir eher Sorgen um alles andere außenrum, weil er kaputt fahren könnte. Ja, X-Max muss er noch richten, glaube ich, gell, Chris? Da müssen wir noch die Ritzel mal einbauen. Und ich habe auch noch so, also bei mir ist eigentlich nie was geplant. Ja? Das kommt immer total unvorhergesehen. Also ja, es ist so, ich muss echt sagen, Schande über mein Haupt, der X-Max ist noch nicht repariert, der steht noch unten. Aber ich habe ihn deshalb nicht repariert, weil nämlich ich warte jetzt noch, also ich war heute leider nicht da, der Postbote schon. Ich habe mir diesen Servo-Adapter bestellt vom Metz, weil sonst müsste ich ihn ja zweimal auseinandernehmen, den X-Max und den neuen Servo, also den an den Servo einbauen, weil der Traxxas-Servo leider bei der letzten Fahrt ja einen Geist abgegeben hat. Okay. Mhm. Was für ein Servo hast du jetzt bestellt? Ich habe nur einen Servo unten gehabt. Ah, okay. Ich glaube, einen 25 Kilo Servo habe ich unten gehabt noch. Sollte reichen. Ja, das ist auf jeden Fall mehr als ein Traxxas-Servo. Ja, ich kann mich nicht so sagen. Ja, aber stellt man mit euch an? Eigentlich gar nichts, weil ich ja die zwei Boote besorgt habe, ein 3D-Druckerboot und ein Hochgeschwindigkeit-Rennboot, sage ich mal, den Katamaran. Die müssen auch erstmal eingeweiht werden, bevor ich wieder neue Projekte anfange. Und natürlich muss ich auch schauen, dass ich da genug Zeit habe für den Panzer, weil es auch noch wichtig, dass der mal fertig wird. Weil die Elektrik, das wird, glaube ich, schon arg lange dauern. Und ich gehe mal davon aus, dass ich wirklich sage, da muss ich auch wirklich ziemlich alleine arbeiten, weil Elektrik ist einfach, mal funktioniert nicht. Und da brauche ich einfach meine Seiten, wo ich wirklich arbeiten kann. Ich will mit einem 3D-Drucker. Ich habe da mal wirklich Tage, wo ich dann wirklich sage, Scheiße, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock zum Drucken, ich habe überhaupt keinen Bock. Da habe ich wirklich eine Bocklosigkeit. Dann habe ich wieder Tage, wo ich dann wirklich egal, die vorwärts geht, wie heute zum Beispiel wieder, neues Filament bestellt. Ja, und da habe ich mir gleich wieder mal schon schön Schiff draus gelassen zum Kalibrieren. Tja, jetzt ist es weg. Ich auch alles runter. Ja, es gibt halt einfach Sachen, da muss man dranbleiben und da braucht man Ruhe dazu. Da muss man ständig überlegen, ja, was könnte jetzt das liegen oder was mache ich jetzt da anders, dass es funktioniert. Genau. Ja, das ist ja oft bei so gewissen Sachen, da denkst du dir, okay, jetzt muss ich mir die Zeit nehmen, damit das was Gescheites wird, damit das funktioniert, ja. Boah, in der Panzer-Elektronik ist auch äußerst komplex, muss ich sagen. Ich habe das selber schon bei meinem Jagdtiger, das ist quasi ein 1.16er. Ultra komplex, was Elektrik angeht, vor allem was ist im Blatt geschuldet. Aber bei den Leopard, was wir haben, den großen, da kommt ja schon einiges rein. Also da ist ja nichts nur mit Fahren und Rohr drehen hoch und runter, dann kommt ja auch der Ton kommt rein, die Lichtsteuerung kommt rein. Ja, dann mit der Rohrwiege quasi, dass das Rohr immer auf der gleichen Höhe bleibt, wenn der Panzer auf so Bodenwelle fährt. Cool. Ja, das ist alles geplant und
Beispiel, wenn der da quasi über die Kanonenrohr, die sich der Eigenschaft vom Leopard, wenn der die Kanonenrohr auf der gleichen Höhe fahren würde und drehen würde, den Turm, dann würde das Rohr hinten am Motor kaputt hauen. Und deswegen hat er quasi im hinteren, sagen wir mal, Drittel oder Viertel ein Mechanismus drin, dass er den Kanonenrohr anhebt und über den Motor fährt. Das will ich auch noch reinbauen. Es wird halt sehr komplex. Ja. Gut, ich schaue mir wieder die Kommentare an. NordiZBV. Muss ich mal einen 3D-Drucker holen. Gut Ding will Weile haben, ja. Ja, Erik, hol dir einen 3D-Drucker. Glaub's mir, das wirst du nicht bereuen. Ich habe in letzter Zeit viele Leute, die haben mir angeschrieben, soll ich mir sowas kaufen? Ja, du sollst, du musst. Ja, also auf jeden Fall fasziniert, was mein Drucker da alles rauslaufen kann. Die kosten nicht mehr viel und was du dann machen kannst, also vor allem wenn du Modellbau und siehst ja mit Copter und allem, also du wirst es nicht bereuen, glaubst du mir, das ja. ist cool investiertes Geld. Du wirst dir denken, wie konnte ich nur ohne auskommen die ganzen Jahre zuvor. Ja. So ist es. Wenn man dann noch CAD zeichnen kann, dann ist halt mal alte Geschmack, ich sag mal. Wenn du da mal Blut geleckt hast, wenn ich so sagen darf, ja, dann lässt sich das nicht mehr los. Also. Ja, Fabio, was hast du jetzt als Bild gehalten, ohne was dazu zu sagen? Thorsten sagt, das ist ein 3D-Drucker. Das Fahrzeug ist ein Tecno ET48.3, diesen Tracky. Und ich habe bei der letzten Fahrt festgestellt, das Mitteldifferenzial, was da drunter verbirgt, unter der schwarzen Abdeckung, ist sehr anfällig gegen Steine. Und da habe ich mir von Sigiverse die zwei Dateien runtergeladen. Das ist quasi ein Schutz für den Differential, dass keine Steine rankommen und unten irgendwie eingequetscht werden können. Und das Schöne an dem 3D-Druck, wenn man auch ein bisschen Ahnung auseinandersetzt mit Materialien, zum Beispiel dieses neue, was ich gestern gedruckt habe, das ist aus CPU. Das ist ein gummiartiges Material, kann man sich verbiegen. Ist auch relativ gut geworden für meine Zwecke. Und ich denke mal, wenn man so fährt, durch Stein und so weiter, dass es nicht gleich bricht wie zum Beispiel ABS oder PETG oder PLA. Fabi, ich brauche Mudguards für den X-Max. Du brauchst Mudguards für den X-Max? Ja. Weißt du, die was mir der Jonas geschickt hat, die Prototypen damals, aber aus dem Material, das du gerade gezeigt hast. Müssen wir schauen, weil ich muss ehrlich sagen, das Material zu drucken, das CPU, ne? Mhm. Das ist wirklich unheimlich schwierig zum Drucken, ne? Vor allem mit meinem Drucker. Okay. Da muss man schauen, was man halt machen kann. Der Thorsten hat auch was gedruckt, ja. eine kleine Schutzhülle für die GoPro. Wir können jetzt. Jetzt finde ich es gleich nicht mehr. So. Wird einfach reingeschoben. Ja, da kann man schon tolle Sachen machen. Also vor allem wenn man jetzt für den Copter, ne, oder auch für die Autos, also was ich schon alles gedruckt habe, ne, also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Oder auch was nicht im RC-Bereich ist. Ja. Da kann man Autoteile für das normale Kfz, kann man irgendwelche Ersatzteile drucken, die man schwer kriegt. Oder Spielzeug für die Kinder oder was weiß ich. Alles, ja. Also ja. Alles. Vor allem, es gibt ja auch als Materialauswahl, die ist wirklich lustig. Ich versuche mal ein bisschen dunkler zu machen. Darf man auch siehst in der Kamera? Ich glaube, das ist schwierig. Ja, sieht man nicht. Nicht mehr zu hell. Das ist das Filament, dieser quasi fluoreszierend, das ist Selbstleuchtender aus Blau, das habe ich mal im Drucker angeschalten, habe ich gedacht, der steht im Dachboden, war dunkel. Ich gehe hoch, schaue den Drucker, oben die ganze Rolle hat blau geleuchtet und das Druckmaterial auch. Schaut schon richtig geil aus. Ja. Was ist denn der Tamiya M05RE? Ich gucke mal schnell dran. Der Name sagt mir leider nichts. Mir auch nicht. Ah, das ist ein Jägermeisterfahrzeug. Dieser Onroad-Fahrzeug. Also Jägermeister? Was? Ja, das ist ein Jägermeister, oder? Nein, doch nicht. Hab ich getan. Du kannst kein Bild einblenden, Chris. Boah, warte. Ich hab keins parat. Ich sage mit Panzer, da brauchst du mich nicht fragen, da habe ich keine Ahnung. Dafür bin ich mehr mit was Flugzeuge angeht und so. Ja. Also das Fahrzeug selber kenne ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, aber mit Tamiya macht man eigentlich generell nichts falsch, sag ich mal. Ich hole mir da ein Jagdflugzeug mit Infrarotbomber und mach euch alle platt von oben.
Ja, okay. Aber das würde ich nicht sagen. Der Fabi hat einen Gepard, ne? Will ich nur mal so sagen. Ne? Der hat einen Flakpanzer. Oh je. Flakpanzer Gepard ist aber leider noch nicht fertig gebaut worden, beziehungsweise das Projekt habe ich noch nicht angefangen. Ich bin beim Leopard, wo ich gesagt habe, äußerst komplex mit Elektronik. Jetzt muss man vorstellen, der Leopard, der hat halt nur Rohr drehen, hoch, runter und weiter. Der Gepard, der größte wie der Jagdtiger, den ich vorher hochgehalten habe, natürlich hinten Radar aufklappen, Radar drehen, vorne Suchradar drehen, neigen, Waffen neigen, senken, Turm drehen und dann noch die ganze Baumechanik. Also da werde ich wahrscheinlich mindestens ein halbes Jahr, ein Jahr lang dran sitzen, bis das alles funktioniert, wie ich mir vorstelle. Du Thorsten, der Fabi hat feier Vorliebe für Tiger 1 Panzer. Die mag er ganz gern, da schraubt er gern rum und da macht er gern die Elektronik. Das sind seine Lieblingspanzer. Aber ich finde auch, du hast ja den Crawler gekauft jetzt vor kurzem, der passt da auch gut mit dazu, ja? Der ist von der Größe her, finde ich, passt der gut mit rein, also den Panzern. Den Hambi? Ja. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Da kann der Hambi auch mitfahren. Ja, das ist wirklich ein geiles Teil. Also, ich habe gestern mit dem Markus geschrieben, mit unserem X-Max Markus, ne, der mit uns fährt ab und zu. Und der wird sich den auch holen. Den Hambi? Mhm. Ich muss sagen, der. Ich drück mir einen Panzer. Rasch, was im Verhältnis für den Kosten, was man für den hat, was da alles am Metall drin steckt, sag ich mal, und dann die ganzen Details und sein Bar behalten. Schneller geht, glaube ich, für den Hambi nicht mehr. Also die Details, da war ich ja total überrascht, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, auf der kleinen Kiste hinten im Kofferraum, überall sind Mini-Schriftzüge drauf und jede Schraube, jede Niete, alles siehst du, also Wahnsinn. Kleine Schaufel, alles, also so viele kleine Mini-Details, also das ist fast wie wenn du dir so ein Playmobil-Schiff kaufst oder Auto kaufst, ne? Da ist alles so wie echt. Oder von der Welt, ne? Ja, gut, Playmobil ist vielleicht jetzt ein schlechter Vergleich, aber ja, ne, stimmt schon, so ein Rewel-Bausatz, ne, wo halt einfach total echt getreu ist, einfach wie wenn du so ein Teil genommen hättest und hättest es geschrumpft und dann steht es so vor dir, ne? Ja. Also die Details, Wahnsinn, ja. Das ist so unglaublich. Was schreibt der Roman? Mit meinem Leopard habe ich bis jetzt 4 Lipos durchgefahren. Freust dich schon, wenn der Panzer von Fabi fertig ist? Ja, da will ich auf jeden Fall zugucken und da kommt auf jeden Fall ein Video. Ja, der ist immer ready, der ist immer einsatzbereit. Das ist mein zuverlässiger Panzer, der hat eigentlich nie irgendwie einen Ausfall gehabt. Da kommt auf jeden Fall ein Video dazu, ja, da machen wir mal ein Panzervideo, so ein kleines. Also was haben wir glaube ich noch nicht gemacht, oder? Nee, also bisschen was haben wir mal ein Panzervideo gemacht, aber halt noch nicht so wirklich mit Kampf mit dem Gefechtssystem. Genau, und dann nicht so spektakulär, mal so ein richtig geiles, spektakuläres Video. Mit Explosionen und richtig so. Ja, wo richtig was brennt. Genau, du kannst mal unsere Gesichter größer machen. Beim nächsten Stream. Dann ja, das stelle ich alles beim nächsten Stream dann ein. Genau, das war noch das alte Tablet, wo wir eigentlich die Besucher auch noch da drin haben. Ja. Gut. Ja, wo waren wir? Panzer, Gepard haben wir fertig gesagt. Das ist geplant. Ja, bei mir sind in nächster Zeit eigentlich nur Quadcopter geplant. Ich mache momentan Copter, was anderes gibt es momentan nicht. Und 3D-Drucken und Fahrzeuge. Ich habe hier noch so viele Fahrzeuge rumliegen. Moment, ich kann mal alles holen. Ja, bei mir ist es ja hier wie im Warenlager, ja. Ich habe was gezaubert. Da habe ich noch ein paar Chassis. Das sind so, eigentlich waren es ursprünglich mal Nitro. Mhm. Und da habe ich noch. Ich arbeite jetzt nebenbei. Und da würde ich gerne einen Monster-Truck draus bauen. Ja. Ein paar Reifen noch ran und eine schöne Karosserie. Habe ich alles schon da. Muss bloß noch auf Elektro umgebaut werden. Also die ganzen Teile sind eigentlich schon da, sind schon vorhanden, müssen bloß mal eingebaut werden. Das Einzige, was ich... Ja, schon eine gute Größe, ja. Das Einzige, was halt noch rein muss, ist ein Motorhalter, den werde ich mir noch selber fräsen dann. Und dann gibt es da mal einen schönen Monster-Truck, ja. Und ich bin halt so, ich kaufe mir das Zeug
irgendwie nicht. Ich mach's lieber selber. Ah, so, jetzt liegt er. Ja. Ja. Thorsten, du kannst aber sagen, Gewinnspiel haben wir letztens gehabt von Nordlich MTV, oder? Ja, da genau. Was am Laufen. Ja, das ist schon vorbei. Das ist schon. Hey, vorbei! Das Giveaway ist schon vorbei, ja. Der Erik von Nordlicht FPV, der verpackt schon fleißig, ja. Einen Kopterrahmen habe ich gesponsert, ein paar Aufkleber, ja. Gibt es jetzt irgendwo, warte mal, ich guck mal schnell, wo die Aufkleber sind hier. Hier ist welche Aufkleber hat's gegeben. Vom Nordlicht FPV haben wir hier so, haben wir auch so. Ja. Ja, geil. 5 Minuten Werbezeit, Erik, kosten dich eine Stange Geld. Ja, auf jeden Fall, ne? Und bitte nicht vergessen. Halt. Bitte nicht an den Boden legen. Oh yeah. Ja, Aufkleber haben wir genug, ja. Na, das ist ein Zeug. Ja, den habe ich auch. Ja, da haben die Leute halt ein bisschen was gewonnen. Also ganz ehrlich, sowas habe ich noch nicht erlebt, ja. Also gut, ich bin ja nicht so lange Instagram und so. Aber da ist das Handy nicht mehr stillgestanden. Das Ding hat nur noch gebimmelt und gepiepst und gesurrt und Wahnsinn. Das war unglaublich, unglaublich. Also, wir könnten auch mal sowas von den RC Bros veranstalten, ja. Da müssen wir uns was Cooles überlegen, aber das wäre auch mal eine Idee. Ja, ich schicke die kaputten, ich veräußere meine kaputten Querlenker. Ja. Original gebasht. RC Bros gefunden. Ja, das war voll langweilig. Oh, komm. Nee, irgendwas machen wir da. Ich finde, also das mit dem Erik, das war super, das ist super gelaufen. Ich finde auch, dass die Leute so toll mitgemacht haben. Ja. Also das war ein Lauffeuer. Ja. Das Ding war online und dann ist das in Instagram regelrecht explodiert. Ja. Also es hat 2 Tage lang, hat das Handy nicht mehr stillgestanden, war brutal. Ja. Wir bleiben und, schon. Ja. Dein Aufkleber liegt hier, schau. Yeah. Und was ist mit mir? Ich frage auch eins. Du kriegst auch einen. Ja, lieber dann kriegst du sein Auto drauf. Nee, ich hab noch einen ganzen Stapel Aufkleber, ja. Ich wollte dann auch sagen, wenn mal einer irgendwie mal einen Aufkleber haben will oder was, ja, schreibt es uns einfach, dann schicke ich gerne mal einen zu, ja. Und vielleicht irgendwas, was ich gerade so rumliegen habe, ja, wenn einer noch was braucht. Dann. Der Ingo ist am Start. Servus. Ingo, was geht? Was geht? Ja, der hat schon wieder zu spät eingeschaltet, ne? Wahrscheinlich hat er erst Arbeit. Also, der Ingo ist übrigens die nächsten Wochen bei uns zu Gast im Talk. Oh! Ja, habe ich mit ihm schon besprochen. Wir freuen uns natürlich auf jeden Fall. So ist das, ja. Und wir haben jetzt 296 Abonnenten. Bei 300 Abonnenten, Fabi, Thorsten, würde ich sagen, starten wir auf jeden Fall irgendwas, ne? Dass man 300 Abonnenten sind schon in Ordnung. Ja. Denk ich. Da muss man auf jeden Fall mal was raushauen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, allein, dass wir schon 300 Abonnenten haben, bin ich schon eine Hausnummer. Ja, da würde so, sich so ein Giveaway anbieten, ne? Ja. Wir haben eigentlich gar nicht mit so viel Abonnenten, ehrlich gesagt, gerechnet. Aber irgendwie wird es immer mehr. Ne? Also, und jetzt müssen wir natürlich liefern. Jetzt haben wir natürlich den Salat. Ja, was wollen wir noch? Aktuelles, ich weiß nicht, hast du das Video gesehen vom Talbot? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Das letzte Video, ich habe gesehen, angeschaut, ich schaue ihm eigentlich ganz selten an, weil das letzte Video, da ist er so richtig auf seine Hater losgegangen. Ich war mir ganz selten. Ja, und mental von der Story, da hat ein Hater, der quasi irgendwie sagt, das Auto ist so richtig gut und gut, super geil, kann man wieder denken und kaufen wir $30 aus China, geht nicht kaputt. Und dann hat Talbot selbe Fahrzeug getestet am Anfang vor ein paar Jahren. Die sind natürlich bei der ersten Fahrt komplett auseinandergefallen, bleibt Federung rausgesprungen, die Karabelle ist nicht mehr rausgeflogen. Und dann hat er gesagt, weißt du was, der kauft dieses Fahrzeug nochmal. Weil der Hater gesagt hat, es wäre eine neue Variante rausgekommen. Und okay, dann rausgepackt, auf den Boden, losgefahren und dieselben Defekte wieder. Ja, für die Leute,
für die Leute, die jetzt zuschauen und den Kevin Talbot nicht kennen, ja, da gibt es einen YouTube-Kanal und das ist ein total verrückter Engländer, ja, der eigentlich alles kaputt kriegt und Sachen mit irgendwelchen Autos macht, da wo du dir aufs Hirn langst und denkst dir, also Wahnsinn. Der hat zum Beispiel Buggys genommen und hat so Sägeblätter als Reifen genommen von der Kreissäge. Nicht zum Nachmachen empfohlen. Richtig, nicht zum Nachmachen empfohlen. Und auch alle anderen kranken Sachen, was der macht, zum Beispiel mit Akkus und so, sind nicht zum Nachmachen empfohlen. Ne? Also das muss man echt ganz klar sagen. Das ist teilweise gefährlich. Die Sache ist halt immer, manche nehmen den Talbot quasi als Benchmark für die Becher her. Weil er sagt, weil wie gesagt, der X-Mac, das beste Fahrzeug, kaum kaputt zu kriegen. Ich meine, der X-Mac geht auch kaputt, wenn man übertreibt, aber was der bei ihm alles einstecken musste, das ist schon abartig, sag ich mal. Natürlich auch andere Fahrzeuge wie Kriten und so weiter. Und das Schöne ist halt einfach, er versucht möglichst ehrlich zu sein. Also, wenn da was kaputt geht, das kommt in ein Video rein bei ihm. Ja, schaut euch das mal an, ja, der treibt lauter verrückte Sachen, also. Ja, genau, der RC-Bauer, der wäre natürlich auch so ein Kandidat. Ne? Ich habe heute mit dem Jonas telefoniert und der hat mir das auch gesagt. Und ich habe zum Jonas gesagt, er soll ihm meine Handynummer geben und wenn er Bock hat, in unsere Runde zu kommen, dann soll er mich einfach anschreiben über WhatsApp. Ja. Oh, der RC-Modellbauer, der macht auch super Videos, der macht momentan lauter tolle Sachen mit Copter und der DJI-Brille. Ja, willkommen im Club nochmal. Und total interessante Sachen, schaut es euch an, schaut es vorbei. Da könnt ihr was lernen. You're gonna learn something today. So ist das, ja. Leute, habt ihr eigentlich auch mal Bock, das wollte ich letztes Mal schon fragen, dass wir ein Video machen von einem TRX4, der driftet. Habt ihr da mal Bock auf so ein Driftvideo? So kleine Driftreifen auf dem TRX4? Leute, wir haben da was richtig Geiles am Start. Der Fabio und ich, wir wussten noch mal wieder von lauter Langeweile nicht, was wir machen sollen. Ja, und anstatt irgendwas Produktives zu machen, haben wir dann das gemacht. Und wir haben ernsthaft vor, dass wir ein Video machen damit. Also wir haben da wirklich Driftreifen auf dem TX4 drauf. Also mach halt wenigstens welche in der richtigen Größe. Dann wird es wieder uninteressant. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Wie viele Gänge hat der? Drei Gänge, oder? Oder hat der wie viele Gänge? Zwei? Drei? Zwei? Drei. Zweiter Gang, Vollgas. Ja, genau. Apropos, Langeweile, Quarantäne, Langeweile. Corona. Man nimmt einfach ein TX4. Mit Heilkleber hinten Lipo drauf, mit Heilkleber hier FPV-Sender drauf, mit Heilkleber hier eine Kamera drauf. Und einfach mal mit der Brille, TV-Brille, einfach mal durch die Hütte überrettern. Ist auch ganz lustig. Ja, mein Sohn fragt mich ja schon die ganze Zeit: Papa, können wir da nicht irgendwie was auf unseren Crawler draufschnallen? Ja, habe ich gesagt, ich muss erstmal eine Kamera und einen Videosender suchen, aber das ist eine super Idee. Fahren wir mit dem Crawler hier, hocken wir uns eben so nebeneinander, ne, mit zwei Brillen in unserem Garten, wenn das Wetter schön ist, und fahren wir mit dem Crawler draußen rum. Die ganzen Nachbarn, die werden sich schon denken, lauter Verrückte bei denen, sitzen immer drin, ne, mit meiner Brille, mit den grünen Antennen, ne? Und gucken irgendwo in der Gegend rum und das Auto fährt rum und Kopter fliegen. Ja, meine Nachbarn sind eh total geschädigt bei mir, also da. Ich meine, bei dort nicht bei euch. Letztes Mal habe ich mal gedacht, heute ist, ich glaube, da war Feiertag. Nee, Feiertag war nicht, aber irgendwann im Ostern so, in die Ferien der letzte Woche, habe ich mir gedacht, heute ist ein schönes Wetter. Ich könnte mal wieder meinen kleinen 1:10er Nitro auspacken, habe den wieder so ein bisschen zusammengeflickt und dann bin ich halt mal so eine Tankfüllung hier im Hof gefahren. Nee. Ja. Leute, ja. Am 27. Februar habe ich meine GoPro zur Reparatur eingeschickt. Und heute kam sie wieder. So heftig. Laut GoPro sollte die Reparatur nur 10 Tage dauern. Maximal. Ja, 10 Tage. Und irgendwann war die Kamera plötzlich weg und nicht mehr auffindbar. Naja, nichtsdestotrotz, jetzt habe ich eine neue. Da muss ich sagen, bei DJI habe ich schon mal was eingeschickt, das ging ratzfatz, also da,
Da habe ich, glaube ich, auch so eineinhalb Wochen, zwei Wochen drauf gewartet, aber da hast du immer nachgucken können, was passiert. Und das ging relativ flott und die waren gut vom. Sehr gut. Der RC-Modellbauer fragt, ob einer von uns auch Elektronik, Platinen, Arduino macht und so weiter. Ja, der Fabi ist der Elektro-Spezialist. Genau. Also Arduino, ich meine, ab und zu mache ich mal so ein kleines Projekt, wo ich einfach eine Arduino schnappe, eine LED-Streifen, dann machen wir schon was zusammen, aber halt jetzt nicht in dem Umfang, wo man sagt, jetzt nehme ich einen Arduino und baue einen Roboter raus, so weit bin ich noch nicht. Also kleine Sachen mit LED-Streifen und so weiter. Oder Häuser beleuchten und so, Teiche beleuchten, macht er schon. Ich habe so einen Koffer von AVR. Ja, da sind so Platinen drin, da kann man alles Mögliche programmieren. Also ich programmiere schon ziemlich selten, ja, manchmal auch noch weniger. Ja, genau so. Aber ich habe schon viel gemacht, ja. Ich habe mit Arduino habe ich schon viel gemacht. Ich mache auch viel mit Elektronik, ja, aber meistens habe ich die Zeit nicht dazu. Ich habe mal einen coolen Roboter gebaut im Studium, da konnte ich dann von zu Hause, von der Uni aus konnte ich dann gucken, was die Leute so daheim machen. Bin mit dem Roboter übers Web verbunden gewesen am Handy, ja, da haben dann meine ganzen Kommilitonen haben alle geguckt, was macht jetzt der da? Da sage ich fahre mit meinem Roboter gerade daheim so ein bisschen rum und schaue, was die Leute machen. Ja, also ich habe schon viel gebaut und viel Elektronik gemacht, aber momentan ist einfach, ja, es ist nichts da irgendwie. Ja, ich würde schon gern wieder mehr machen, aber das Einzige, was wir jetzt momentan machen, genau, ich druck gerade für einen Bekannten einen Haufen Teile. Wir machen so einen Nerf-Turret, also für diese Nerf-Pfeile, bauen wir gerade so einen Turm. Und da kommt auch ein Arduino rein. Den kann man dann per Bluetooth übers Handy steuern. Ja, so ein kleiner Gestützturm, der dann sich so drehen kann. Mit zwei Servos angesteuert. Und ja, da hat einer so ein Projekt gemacht. Weiß jetzt nicht, wo das ist, muss ich mal einen Link raussuchen. Da kann ich es vielleicht mal unten in die Videobeschreibung reinhauen. Da gibt es dann die 3D-Druckteile, die ganze Software, die App fürs Handy. Das kann man sich dann alles runterziehen, kann alles nachdrucken, muss das dann bloß zusammenbauen und auf den Arduino spielen. Und dann kann man da Nerf-Pfeile mit dem Handy abschießen. Ja. Genau. Mal schöne Spielerei. Ja, der Roman schreibt hier gerade. Das mit dem HDMI müssen wir unbedingt mal machen. Ja, da ist die Besuchung auf den, wo der Krieg gesagt hat, mein Lieblingspanzer ist der Tiger 1. Und zwar, ich versuche halt auch wieder mal ein paar Sachen zu optimieren. In dem Fall zum Beispiel mit meinem Jagdtiger. Wer solche Panzer hat, erkennt die ewige Leier, man muss Oberwanne und Unterwanne trennen und hat irgendwie 5 Kabel. Die richtig fummelig sind und die wieder alles einzustecken, das ist Zeitraum, das ist nervig und dann könnte auch Kabel kaputt gehen. Und bin halt hergegangen, ich habe zum Beispiel da von meinem Turm alles auf ein Kabel, das ist meine erste Version gewesen, ne, wo HDMI, alles auf einen Kabelstrang, das stecke ich einfach unten an die Wanne an und dann schalte den Panzer ein und fahre losfahren. Da muss ich jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde lang rum mit 10 Kabeln rumfummeln. Alles schauen, dass es sauber steckt und hoffen, dass auch alles richtig steckt. Ne? Also das ist halt mit der HDMI-Lösung, das ist halt mir spontan eingefallen. Ist halt sehr schön klein, kompakt, passt auch in die Panzer mit in den Türmen rein, weil bei meinem Jagdtiger, da hat die innen so viel Platz, da habe ich den großen Stecker verbinden können. Ja, ich denke mal, habe ich auch ein bisschen aufgeklärt. Ja. Ich glaube, im Panzer ist das immer ein Platzproblem, oder? Weil wie kommst du da rein? Extrem viel. Also bei meinem Jagdtiger, was ich da gerade gezeigt habe, der ist aber relativ großzügig vom Platz, weil der ist halt relativ lang und hat auch den hohen Turmaufbau, wo es innen alles schon frei ist. Aber wenn ich mal überlege, ein Leopard, Tiger, Königtiger, wo die der ganze Turm dreht, da hast du eigentlich nur die Wanne unten, ne? Und da hast du vielleicht gerade mal so viel Luft für irgendwie Kabel. Mhm. Und da das System reinzukriegen, da habe ich wirklich mit Herrn Bernhard sein Panzer, der Tiger 1, glaube ich, 3-4 Wochen lang rumgesucht, rumgetrüffelt, ob ich da was finde. Und letztendlich bin ich dann auf ein HDMI-Kabel gestoßen. Ne? Ich war mir nicht sicher, ob das HDMI-Kabel den Strom aushält. Aber ich habe einfach gesagt, ich Modellbau, steck einfach ein Kabel rein und schau, was passiert. Puff! Also, bis jetzt hat der Bernhard bei mir noch nicht angerufen.
Ich muss dazu sagen, in den 4 Wochen, also der Fabi ist wirklich einer der ruhigsten Menschen und gelassensten Menschen, die ich kenne. Ja? Und es ist immer so der Ruhepol, ja? Der immer sagt, reg dich nicht auf, reg dich nicht auf. In diesen 4 Wochen, wo der diesen Panzer hatte, habe ich, also ohne Scheiß, so hasserfüllt und so wütend teilweise. Ich habe jeden Tag irgendwelche Videos gekriegt von ihm, weil der Scheiß nicht funktioniert. Der war plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ja. Da einmal der Turmmotor nicht gegangen hat, dann ist mal der Rohrzug nicht gegangen, dann ist die Elektronik vom Turm nicht gegangen, dann ist die Platine abgeraucht, dann ist die Platine wieder abgeraucht. Oh Mann. Naja, es gibt schon Projekte, da manchmal, da denkst du dir, da steckt der Teufel drin. Also das, ja, das gibt's nicht, das Ding funktioniert nicht, das kriegst nicht zum Laufen, ja. Also manchmal gibt's Sachen, die schmeiß einfach weg und. Ich meine, ich hätte den Panzer falsch genommen, wäre in die Kirche vorgegangen und hätte ihn in den Taufwasserbecken reingeschmissen, dass der ganze Teufel rausgetrieben wird. Ja, aber das ist ja das Schöne irgendwie an dem, sag ich mal, an dem Hobby, dass man immer wieder vor neue Probleme gestellt wird und dass man einfach, ja, dass man gerne tüftelt. Ne? Man tüftelt gerne, man probiert gerne rum. Und da ist halt auch, es ist auch mal normal, dass man mal was kaputt machen muss, um zu wissen, wie es funktioniert, oder? Ja, es ist so. Ja, darüber hat es geredet, das funktioniert noch perfekt, also gehe ich mal davon aus, Mission erfüllt. Ja. Ah, und was ich noch sagen muss, Teil der Umbaumaßnahme war den Turm, die ganze Verdrahtung, auf ein 360-Grad-System umzubauen. Weil früher ist halt so Kabel durchgekommen und wenn da jemand kennt, der den Turm immer nach links dreht, irgendwann reißt er die ganzen Kabel ab, weil du einfach nicht mehr drehen kannst, ne? Okay. Und da ist jetzt gerade die ein Drehkranz drin, wo das Kabel quasi so eine Kunststoff- oder Kupferspule schleift, mitnehmen quasi. Schleifkontakt, ne? Ja, genau, Schleifkontakt. Das habe ich reingebaut und seitdem kann der Turm 2 Jahre lang in eine Richtung drehen lassen und passiert nichts. Ja, das ist gut. Das ist gut. Halt idiotensicher, sage ich mal. Ja. Ist es in echt auch so, dass sich die 360 Grad drehen können immer wieder, oder? Ja. Schon, oder? Ja. Natürlich schon so. Aber da muss man immer aufpassen, weil die Standardpanzer, da ist die Kabel meistens so, es geht halt einfach durch, wird unten angesteckt und um den Turm angesteckt und in der Mitte ist halt nicht, wo sich da irgendwie ausgleicht, sag ich mal, von der Drehung her. Mhm. Schleifkontakt drin, gar nichts. Ja, und eins wollte ich noch fragen, wie geht denn das, wenn der Panzer fährt, dass trotzdem das Rohr immer in einer Höhe bleibt? Ist da so ein Gyro drin oder wie funktioniert das dann? Das ist im Prinzip wie bei den Dingern, wenn du auf Stabi fliegst. Da ist ein Gyro drin. Okay, ein Gyro, ja. Ja. Und der Gyro sagt halt, der sagt der Platine quasi, der Panzer steht jetzt so. Okay. Der Panzer sagt, der Servo steht aber so. Also regelt dein Servo nach. Ja, das ist super, ja. Das ist super. Was da Technik verbaut ist, halt gar nicht gedacht, dass da so viel Technik drin steckt in so einem Panzer. Also ich kann nur sagen, in echt schon, aber jetzt im Modellpanzer, ja. Ja, Modellpanzer, ich kann nur sagen, wenn das ist mir auch einzulegen. Die Leute, die einen Gepard kennen, den Flugabwehrpanzer Gepard mit seiner Zwillingskanone, der ist halt von Haus aus komplett, der hat halt hinten ein Radar, das kannst du quasi aufklappen und dann kann sich das Radar drehen. Und natürlich, wenn das Radar sich wieder einklappen soll, dann musst du ja wieder in eine richtige Position fahren, quasi mit der Schüssel nach oben und der komische Stab, der quasi die Antenne schaut so aus, dass er quasi so runterfährt. Ich muss auch wieder alles stimmen, da gibt es wieder Hallsensoren. Also es gibt in dem Bereich schon was, aber ist halt mit Aufwand verbunden. Mhm. Aber das ist halt der Sinn vom Modellbau, man will halt alles möglichst geil haben. Ja, Panzer ist ja mehr oder weniger Funktionsmodellbau, wenn du es so nimmst. Ne? Das ist auf jeden Fall, wirklich Funktionsmodellbau. Ich würde sogar meine Hand ins Feuer legen und würde sagen, ich bin auf demselben Augenmaß, je nach Panzer. Ja klar, natürlich. Natürlich. Ja. Sehe ich auch so. Ja, und schon haben wir wieder eine Stunde rum. Ne? Auf jeden Fall. Geht also, schnell. Wie der Thorsten gesagt hat, wenn der EC-Modellbauer bei uns in die Talkrunde will, ist er jederzeit eingeladen. Ne? Kein Problem. Ja. Er muss einfach Kontakt aufnehmen. Und ja, ansonsten war es auf jeden Fall wieder geil. Die Stunde ist wieder ratzfatz vergangen, Mann. Ohne Scheiß. Ja.
Ja. Ja. Wir sind eigentlich schon voll drüber, aber wir tun ja keine Erbsen zählen, denke ich. Wir könnten tagelang wahrscheinlich über das tolle Thema RC-Modellbau noch quasseln. Ja, brutal. Ja, ich würde sagen, bedanken wir uns in der Zeit an die Zuschauer, die uns auch ein bisschen was zum Samen geliefert haben, also irgendwie Fragen. Ja, die haben toll mitgemacht im Chat, ja. Es ist immer gut, wenn ein paar Fragen kommen, dann hat man ein bisschen was, was man erzählen kann darüber, ja. Einwandfrei. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen, ja. Schaut's mal jetzt dann so vielleicht später oder morgen mal bei meinem Kanal vorbei. Ich bin gerade dabei, ein neues Video hochzuladen. Das kommt jetzt dann noch auf Treibsand.rc. Und ja. Wie gesagt, ansonsten, der Link ist in der Videobeschreibung von Thorsten seinem Kanal. Thomas, bleib auch gesund. Genau, Leute, und noch was. Support ist kein Mord. Ja? Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und ihr verpasst auch keine Talkrunde mehr. Und freuen uns natürlich wieder aufs nächste Mal. Entweder diese Woche oder spätestens, also entweder nächsten Samstag oder spätestens den Samstag drauf. Ja, weil, wie gesagt, wir haben in Zukunft noch ein paar Gäste, die kommen werden. Dr. X-Max, der Ingo, hoffentlich, der RC-Modeller, vielleicht der Nordlicht, FPV. Schauen wir mal, was da geht, Nordlicht. Vielleicht können wir da auch was wechseln. Würde uns auf jeden Fall freuen. Oder, Thorsten? Na klar, auf jeden Fall. Dann lasse ich mal die Geschichte los mit dem Helikopter, den ich in nicht einmal 20 Sekunden zerstört habe. Vielleicht kriegen wir Chris auch noch zum Fliegen, ja? Da gibt es in Zukunft ein paar coole Flugvideos, wenn er so fliegt, wie er fährt. Gib uns die Stoffbeknechte mal auf. Okay. Irgendjemand hat doch ein Flugzeug gepostet und wollte, dass ich das teste, oder? Ein Flugzeug? War das der Thorsten? Thorsten? Ja genau, ich hab ein Flugzeug und das wollte ich dir geben zum Testen, ja. Ja, lass uns das machen. Das machen wir mal in einem Video, da gibt es dann mal ein Video drüber, ja. Chris, erstes Flugzeug. Ja. Ja, da mal der Fabi. Okay, ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, den Stream zu beenden. Leute, bleibt gesund. Bleibt gesund. Und wir freuen uns natürlich wieder aufs nächste Mal. Und ab nächste Woche gibt es wieder Videos von uns. So sieht's aus, denke ich. Jo, haut rein, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Servus, ciao.